So. Ups. Eben ins Menü gefallen. Moment. Eieiei. Oh, die letzte Folge ist ein bisschen lang geworden, ist mir gerade aufgefallen, aber macht ja nichts. Ihr seht ja gern, sicher gern längere Folgen, wenn ich da auch mal was gebacken kriege. Da macht euch das bestimmt nichts aus, wenn die mal länger sind. Wenn da wenigstens mal was passiert. Okay. Ups, was mache ich da? Mein Gott. Oh mein Gott, was habe ich da... Ich passe auch überhaupt nicht auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Cobbles wir jetzt haben, aber ich hoffe erstmal genug. Ups. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. So. Haben wir erstmal das. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Das wird auch ein bisschen viel Steine verbrauchen. Aber das Ergebnis muss natürlich auch erst entsprechend aussehen. So. Der Stack war nicht ganz voll, das heißt, es ist unser letzter. Wow! Hey! Was geht ab? Spinn doch nicht rum, meine Tastatur. Krieg ich ja ein Herzkasper. Ups. So, das ist die letzte ganze dicke Reihe. So. Hier und da. Und dann da. Ich müsste eigentlich auch mal die Steine einsammeln, die ich da vorhin abgekloppt habe, als ich mich verbaut habe. Ups. Da soll schon eine Fackel bleiben, damit es hier halbwegs hell ist. Hell ist. Mit der Beleuchtung könnte es ein Problem werden. Ich muss mir da noch was überlegen, wie wir das machen. So. Da, 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 da. So, jetzt brauchen wir wieder neues Zeug, neue Steine und die holen wir uns hier vorhin. Ups, das ist wirklich eine gefährliche Stelle hier, wenn man hier runterfällt. Da gibt es keinen Weihnachten mehr. So. Okay, solange wir hier im Berg drin bleiben, sollte es außen nicht allzu hässlich aussehen. Wir müssen uns hier nicht ganz
durch den Berg kramen und den ganzen Berg aushöhlen. Wäre zwar irgendwo bestimmt interessant, aber ich... Nee, muss jetzt nicht sein. Okay. Okay. Erstmal lasse ich hier so eine kleine Wand übrig, damit man das nicht gleich sieht. Hat zwar relativ wenig Sinn eigentlich, aber dann habe ich eigentlich die Aufnahme angefangen. Ich weiß schon gar nicht mehr. Vor 5 Minuten oder so. Und es ist scheiß dunkel hier. Mach hier mal eine Fackel, damit ihr auch was seht. Damit ich was sehe, damit ich auch weiß, was ich hier tue. Die euch nicht fragt, was macht der Typ denn da? Ist der total bekloppt oder was? Hier kommen wir ganz an der anderen Seite raus. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Bauen wir hier wieder zu. Und gehen wir in den anderen Gang rein. Bauen wir einen Gang in den Gang hier rüber und dann hacken wir die ganze Fläche weg. Jo. Gebongt. So. Platzierst du die Fackel noch immer so, dass ich sie gleich wegschlage? Oh. Oh, oh. Weil ich das Zeug am besten gleich so weg, bevor mir das noch in die Quere kommt. Was es sowieso wird. Alter, wir werden so viel Gravel haben und ich weiß gar nicht, wo... Na stimmt, wir brauchen ja auch noch Wege und Straßen und sowas. Da können wir das dann wieder gebrauchen. Fällt mir da so auf. Um einiges länger war der hier. So, dann fangen wir mal hier an und schlagen wir noch weiter weg. Was erzähle ich mal bei dieser schönen Musik? Was ist das eigentlich für Musik? Ich weiß gar nicht. Immer wenn ich nicht weiß, was ich erzählen soll, dann rede ich über die Musik, die gerade läuft. Fällt mir gerade auf. Ah. So, was ist denn das? Was ist denn das? Okay. Ups. So. Schauen wir mal weiter weg. Weiter weg. Das Lagerhaus neigt sich eigentlich schon fast seinem Ende zu. Bis auf die Kisten. Wir brauchen da noch mehr Holz, aber das ist ja reichlich vorhanden in der Gegend. Und das, was wir an Steinen jetzt abbauen, sollte auch erstmal für eine Zeit reichen. Denke ich. Mir jetzt einfach mal so. Ich hoffe es auch. Damit finde ich allzu viel hier Steinabgebau und ja, so Zeug halt haben. Jetzt in diesen Folgen. Ich weiß gar nicht, wann ihr die Folge seht. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme gerade im Voraus auf schon wieder. Eigentlich tue ich das die ganze Zeit, weil es eigentlich nicht anders geht. Aber... Und, aber, und oder aber? Keine Ahnung. Was machen wir eigentlich nach dem Lagerhaus? Wir könnten da direkt eigentlich was draufbauen. Oder wir könnten direkt an dem Turm anfangen zu bauen. Das würde ich auch sehr gerne machen.
Das wird mir sehr gefallen. Da habe ich auch schon einige Pläne in der Kopie gemacht. Und ich kann euch nur sagen, das wird ein sehr hoher Turm werden. So hoch und noch höher als die höchste Spitze des Bergs, wo er drin steckt. Und das wird gar nicht mal so einfach, den zu bauen. Da müssen wir, während wir den hochziehen, schon die Etagen reinziehen. Damit wir da nicht eines schnellen und schmerzhaften Todes sterben. Wäre ja nicht so schön. Jetzt mal ehrlich, was ist das für Musik? WoW. Rise of the Vrykul. Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Kennt das jemand? Kennt sich da jemand aus? Was ist denn das? So. Und schon geht die nächste Nacht vorbei. Haben wir eigentlich letzte Nacht geschlafen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, oder? Ja, wir haben ja nicht nachts über gebaut. Das wäre Quatsch. Das wäre Selbstmord. Nicht, dass wir keine Selbstmordaktion machen würden, aber... andere. Ganz andere. So. Oh. Holy shit. Wisst ihr was, was ich jetzt hier mache? Jetzt hier erstmal hier eine Wand rein. Mir gefällt es nämlich gar nicht, dass hier Leute reinschneiden, die ich gar nicht eingeladen habe. Wenn, dann soll er schon den anderen Eingang nehmen. Hier könnte so von mir aus gerne ein Creeper reinkommen. Den könnten wir mühelos hier abhängen. So. Ja, das ist erstmal einiges. Und noch einiges an, wie heißt. Schlafen. Endlich schlafen. Jetzt haben wir irgendwie eigentlich die ganze Folge lang Zeug abgebaut. Und jetzt hauen wir es alles da drauf. Nach Möglichkeit. Wir haben noch nicht mal Schaden gekriegt von dem Fall hier. So. Übrigens, ich liebe Inventory Tweaks. Ich habe das bestimmt schon mal gesagt, aber ich liebe es einfach. Es macht einen einfach weniger verwundbar beim Bauen. Ja, ist klar. Ist klar, Kollege. Ja, jetzt haben wir natürlich an der falschen Stelle angefangen. Autsch. Autschi. Ich glaube, ich habe das immer noch einen zu tief, oder? Ach komm, das mache ich jetzt erstmal an jeder Stelle hier so zwei hoch, wie halt die Mauer ist. Dann kann man das später noch höher machen. Aber jetzt erstmal gehen wir zu unserer Werkbank zurück und machen uns schöne, schöne Slabs. Da auf der Insel wächst es auch schön nach. Und wir setzen uns hier einen Klotz mitten in die Bude. So einen richtigen Steinhaufen setzen wir uns mitten auf den Teppich. So, wie macht man Slabs nochmal? Aha, so. Okay, davon haben wir jetzt erstmal genug, würde ich sagen. Treppen.
brauchen wir auch noch mehr. Ich muss sagen, die hier reichen nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt schöne. Ups. Schöne. Was haben wir denn Schönes? Hier. Wie will ich das bauen? Stimmt. Die Teile kommen hier unten rein. Und wir brauchen eigentlich gar keine Treppen mehr. Ich bin ja auch ein Idiot. Ja, können wir an anderer Stelle gebrauchen. Ist auch gut. Können wir das nämlich schön öffnen. Und der Truhendeckel passt genau da drunter. Und darauf stellen wir dann die Truhen. Da oben. Jo, so machen wir das. Hauen wir die hier mal wieder rein. Sind wir doch relativ schnell fertig eigentlich. Müssen wir noch ein Dach machen. Ein Dach nicht wirklich, sondern einfach die Decke. Wir haben auch viel zu viele Slabs jetzt gemacht. Ich bin auch blöd. Was ich hier verzapfe, ist wirklich unglaublich. Ich hab, so gedacht, auf Truhenhöhe. Ja, mal die Fackeln anzubringen. Wir müssen das später noch optimieren. Mit den Fackeln, mit der Beleuchtung insgesamt. Vielleicht machen wir dann auch noch irgendwie Lightstones oder so rein. Glowstones meine ich. So, ja. Zeug können wir später noch gebrauchen, was wir jetzt hier zu viel produziert haben. Habe ich gerade eben schon gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal. Wir werden das Zeug auf jeden Fall brauchen. Da geht nichts verloren. Das garantiere ich euch. So, kommen die erstmal hier rein. Wow! So. Ja, ist klar. Ist klar. Und wie ist der Sound auf meinem Ohr gerade? Ziemlich rechtslastig. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Musik umstellen. Oder zumindest. Hallo? Wow, kriegt ihr wieder ein. Musik von Monkey Island 4. Kommt die jetzt auch? Komische Reihenfolge ist das. Das war ja mal ein ganz geiler Sound. Ach, ist mir jetzt auch egal. So.
Rein mit euch. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. So. Rein damit. Oh, hier haben wir noch gar keine Halterung angebracht. Wie peinlich. Aber sonst hatten wir die auch überall. Warum man die jetzt nicht nachfüllt, ist mir auch rätselhaft. Egal, brauchen wir ja nicht. Von daher müssen wir auch sowieso... Ich werde jetzt erstmal die Kisten hier verbauen, die wir noch haben. Ist auch nicht ganz. Eine fehlt uns. Eine einzige Truhe, die wir noch bauen müssen.